Heute reden wir über die zahlreichste Kanone des Zweiten Weltkrieges, die 76mm Divisionskanone SIS-3, die zum Symbol der Artillerie der Roten Armee wurde. Die Kanone wurde auf eigene Initiative des Konstruktionsbüros unter der Leitung von Wassili Grabin erschaffen, noch vor Beginn des Krieges. Die Entscheidung, so eine Kanone zu entwickeln, wurde getroffen, da es keine leistungsfähige und einfach zu produzierende Kanone im Dienste der Roten Armee gab. Die Konstruktion sah vor, die Montage der bereits in Herstellung befindlichen Kanone F-22 USW auf die Lafette der SIS-2-Kanone. Zum 5. Juni 1941 waren zwei Versuchsmuster fertig. Eins davon wurde nach Moskau geschickt als Panzerabwehrkanone zur Vorstellung beim Oberkommando. Jedoch blieb die Prüfkommission unbeeindruckt. Man zeigte mehrere Nachteile bei der Kanone auf, darunter auch die Mündungsbremse, die für eine Panzerabwehrkanone unzulässig sei wegen der Demaskierung. Vertikale Richtwinkel betrugen von minus 5 bis plus 37 Grad, was für unzureichend erklärt wurde. Das Schild wurde kritisiert als zu dünn, da bereits eine 76mm Kanone F-22 USW produziert wurde, die in den genannten Punkten besser war, wurde befohlen, die Arbeiten an der SIS-3 Kanone einzustellen. Doch der Krieg brachte Korrekturen ein. Mit dem Angriff von Nazi-Deutschland wurden sehr viele Kanonen verloren und es musste schnell neu produziert werden. Die Kanone F-22 USW war aber komplex und konnte nicht schnell in großen Stückzahlen produziert werden. Im September 1941 wurde die Situation kritisch und die Produktion der 76mm Kanonen musste verdreifacht werden. Im November 1942 wurde die Produktion der 57mm Kanonen SIS-2 eingestellt, mit der Erklärung, sie wären zu leistungsstark für die deutschen Panzer und diese Leistung sei nicht notwendig. Dadurch wurden noch weniger Kanonen produziert. Das Oberkommando forderte, die Produktion schnell zu steigern. Das musste gemacht werden, ohne die Produktion umzustellen auf neue Modelle. Also wurde befohlen, die SIS-3-Produktion aufzunehmen, da die Lafette die gleiche war wie bei der SIS-2-Kanone und es musste keine Umstellung der Produktion erfolgen. Gegenüber dem nach Moskau geschickten Prototypen konnten die vertikalen und horizontalen Richtwinkel gesteigert werden, der Verschluss und der Abzug vereinfacht werden. Bei der Projektierung der Kanone hatte Grabin die Kanone auf technische Möglichkeiten des damaligen UdSSR angepasst. Die Fertigung beinhaltete möglichst einfache Operationen. Die zu fertigenden Teile wurden möglichst einfach gehalten, um die Fertigung durch schlecht qualifiziertes Personal zu ermöglichen. Das alles erlaubte die Kanone viel schneller und billiger zu produzieren. Die Mündungsbremse schluckte bis zu 30% des Rückstoßes. Der Nachteil des aufgewirbelten Staub, Schnee und Laub, das die Position der Kanone verraten hatte, wurde dabei in Kauf genommen. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der F-22-Kanone waren die Einfachheit der Herstellung, reduzierte Masse, höhere Feuerrate, einfacheres Richten der Kanone, das Stellrad für vertikales und horizontales Verstellen auf einer Seite angeordnet waren und sehr kostengünstige Konstruktion. Gegenüber der deutschen Pak 40 war sie sehr viel einfacher aufgebaut, konnte mit bis zu 50 km/h auf der Straße transportiert werden, dank des gefederten Fahrwerks und der hohen Bodenfreiheit. Die Transportmasse betrug 1850 kg samt der mitgeschleppten Munition. Die Gefechtsmasse war nur 1,2 Tonnen gegenüber 1,4 Tonnen der Pak 40. Das ergab einige Vorteile beim Transport. So konnte die SIS-3 oft mit den Kräften der Bedienmannschaft im Feld bewegt werden, um zum Beispiel der eigenen Infanterie zu folgen und diese zu unterstützen. Die Kanone konnte die meisten feindlichen Panzerfahrzeuge problemlos zerstören. Auch Bunker und feindliche Infanterie wurden damit erfolgreich bekämpft. Dafür hatte die Kanone eine vielfältige Munitionsauswahl. Panzerbrechende Granaten mit Stumpfnasengeschossen für gepanzerte Ziele, Unterkaliber Hartkerngeschosse für schwer gepanzerte und später ab 1944 kamen auch Hohlladungsgranaten, Sprengmunition und Schrapnellgranaten für ungepanzerte Ziele und Infanterie. Die Wirkung gegen Betonbunker war aber zu schwach. Außer Tiger konnte die SIS-3-Kanone jeden deutschen Panzer bis Mitte 1943 problemlos zerstören. Mit dem Erscheinen in größeren Zahlen der neuen deutschen schwer gepanzerten Fahrzeuge wie Tiger, Panther und Ferdinande wurde der Durchschlag der SIS-3 ungenügend. Das war dem sowjetischen Oberkommando klar. Jedoch bis zum Kriegsende konnte die SIS-3 nicht komplett in den Armeeteilen ersetzt werden. Die 57mm Kanone SIS-2 wurde wieder in die Produktion gestartet, aber da sie viel aufwendiger zu fertigen war als SIS-3, konnten in den Jahren 1943 und 1944
nur ca. 4500 Stück gebaut werden. In der gleichen Zeit konnten 30.000 SIS-3-Kanonen gebaut werden. Der ungenügende Durchschlag der Kanone musste durch Einsatztaktiken kompensiert werden. So musste eine Kanone den Lockvogel spielen und die Panzer anlocken durch frühes Feuern. Dabei haben die anderen Kanonen die Seiten der gegnerischen Panzer getroffen. In der Truppe bekam die SIS-3-Kanone verschiedene Spitznamen. Für die einfache Handhabung und Zuverlässigkeit wurde sie mit dem Frauennamen Sosja genannt. Die Deutschen gaben ihr den Spitznamen Rajbum für die spezifische Geräuschkulisse beim Beschuss. Wenn man die SIS-3 bewerten muss, kann man sagen, dass sie in Bezug auf Kampfeigenschaften schlechter ausfällt als die F-22 USW, die verbesserte Version der F-22-Kanone. Die größten Vorteile waren die Einfachheit der Fertigung und niedrige Kosten. Das war zum Zeitpunkt 1941 die ausschlaggebende Eigenschaft, da sehr schnell sehr viel Artillerie benötigt wurde, um die Verluste auszugleichen.